Hallo und herzlich willkommen zu Gracemania, und zwar Gracemania Nummer 1. Es ist nämlich die erste auf dem neuen Kanal Gaum Entertainment. Willkommen an alle neuen Zuschauer, willkommen zurück an alle, die vom alten Kanal rübergeschwappt sind. Ja, ich habe mich nämlich entschieden, ich werde die alten Gracemanias nicht alle hochladen, weil es ist wirklich, Wrestling ist ein Geschäft, das lebt in der Zeit, wo es gerade ist, und da hat es, finde ich, keinen großen Mehrwert, jetzt die Gracemanias von vor einem halben Jahr noch hochzuladen. Deswegen habe ich entschieden, es geht jetzt auf Gaum Entertainment einfach neu los. Das ist die erste Gracemania hier. Und ja, wir gucken uns als allererstes an, ja, die Raw vom 19.09.2016 und die Smackdown-Ausgabe vom 19.09.2016. Ich hatte jetzt ja zwei Wochen Pause, was Wrestling angeht. Ich habe natürlich alles geguckt. Ich war aber relativ krank, und deswegen habe ich mir das verkniffen, da Videos zuzumachen. Jetzt geht's wieder halbwegs. Ich muss aber immer noch manchmal husten, also nicht wundern, falls da ab und zu noch mal ich euch leider ins Mikrofon husten muss. Ja. Und ich sage gleich, ich finde das Produkt im Moment bei beiden Shows ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht. Es tendiert sogar in Richtung beschissen, muss ich sagen. Das kann sein, weil ich jetzt 2 Wochen nicht drüber reden kann, dass sich einiges aufgestaut hat und ich deshalb so geballt wütend bin. Aber nee, ich finde im Moment das, was die WWE da abliefert, nicht gut. Die ersten paar Wochen nach dem Roster-Split waren sehr, sehr gut bei beiden Shows. Dann war zumindest bis Backlash SmackDown noch gut. Und seitdem finde ich, beide Shows nicht mehr viel Positives beizutragen zum ganzen Wrestling-Geschehen. Und das liegt vor allem an unlogischem Booking. Aber fangen wir an mit Raw. Mick Foley kommt am Anfang der Show heraus, beziehungsweise Roman Reigns möchte was sagen, wird von Stephanie unterbrochen. Und Mick Foley entschuldigt sich für die letzte Woche. Denn wir erinnern uns, Roman Reigns hat dort eine Chance bekommen auf ein Titelmatch, wenn er Kevin Owens, also den aktuellen Champion, besiegt hätte. Da geht es schon los. Das war schon von daher sehr unfair. Seth Rollins wurde von Triple H gescrewt und deswegen ist deswegen nicht Champion geworden. Roman Reigns aber genauso. Seth Rollins kriegt ein Titelmatch geschenkt. Roman Reigns muss darum kämpfen. Nicht, dass ich Roman Reigns im Titelgeschehen haben möchte, aber es ist von Booking-Sicht einfach unlogisch. So, in das Match letzte Woche griff dann Rusev ein und dann später griff auch noch Rollins an. Und hat so Roman Reigns das Titelmatch gekostet. Mick Foley entschuldigt sich dafür und die Strafe für Rollins und Rusev ist, dass sie ein Match gegeneinander haben. Also ihre Strafe ist, das zu tun, wofür sie bezahlt werden. Macht Sinn. Ja. Reigns Entschädigung ist, also Mick Foley sagt, werde es wieder gut machen. Das einzig Logische, was er dann hätte machen können, wäre zu sagen, okay, du wurdest gescrewt, entweder du kommst jetzt direkt ins Titelgeschehen deswegen, was aber gegenüber denen nicht fair wäre, oder du hast nochmal ein Match gegen Kevin Owens, um dich für das Titelmatch zu qualifizieren. Nein, Reigns Entschuldigung ist, dass er ein US-Titelmatch bekommt, weil ja Rusev der war, der angegriffen hat. Also Roman Reigns wird zweimal gescrewt, dass er den größten Titel der Liga nicht gewinnt. Und als Entschädigung darf er um den Midcard-Titel kämpfen. Und dann dachte man, aha, jetzt kommt aber. Er wird ein Match gegen Owens haben am heutigen Abend, ein Steel Cage-Match, um äußere Eingriffe zu verhindern, weil das ja immer so gut klappt. Ja. Und Owens kommt raus, protestiert, nutzt aber nichts, das Match findet also statt, aber Stephanie betont, es wird kein Titelmatch werden. Das heißt, Reigns darf gegen Owens einfach so kämpfen. Ich finde, der ist gut weggekommen bei der ganzen Sache. Oder so. Naja, die ganze Szene war auch irgendwie total awkward, weil es wirklich so war, Mick sagt das und dann Stephanie: Yeah, but it's gonna be not for the title. Alle gucken komisch. Yeah, it's gonna be a non-title match. Ach so, okay. Jetzt haben wir verstanden, worum es geht. Rollins
kommt dann noch raus, Post neben Owens, kriegt wahnsinnige Pops und geht zum Ring für sein Match gegen Rusev. Ja, war ein cooler Badass-Auftritt. Ja, also man hört schon, da werde ich später auch nochmal zu kommen, dieses ganze Booking rund um Championship-Matches ist bei der WWE in beiden Shows gerade schrecklich, schrecklich unlogisch. Es werden einfach alle Regeln, die es dazu bisher gab, werden einfach verworfen, um Matches booken zu können, weil man nämlich nicht mehr so viele Superstars hat. Dazu aber später nochmal mehr. Und ich muss wirklich sagen, ich finde Mick Foley als GM schrecklich. Er wirkt null, noch weniger als Daniel Bryan, wie eine Autoritätsfigur. Er verspricht sich andauernd, er kann seinen Text teilweise nicht. Also ich finde Mick Foley als GM wirklich, wirklich schrecklich. Und wenn man jetzt bedenkt, dass ein Cesaro mal wochenlang ins Doghouse gesteckt wurde, weil er sich einmal in der Promo versprochen hat und die sich über ihn lustig gemacht haben bei WWE, da wirkt das schon sehr, sehr lächerlich. Nur weil Mick Foley eine Legende ist. Also als GM finde ich ihn absolut schrecklich. Oh, und die Nase geht wieder zu. Yay. Ja, dann kam das Match Rusev gegen Rollins, so schwer ist der da nicht. Jetzt habe ich einmal Rollins und einmal Rollins gesagt. Rollins. Es endet in einem Double Countout, denn die beiden brawlen sich die Rampe hoch, die Stage hoch. Und deswegen werden beide ausgezählt. Am Ende obsiegt Rollins gegen Rusev und zeigt seinen Body Splash, ja, vom Kommentatorentisch, und da wurde auch so getan, als wäre das jetzt der mega krasse Move, und das war nicht höher als der Turnbuckle. Aber gut. Trotzdem sah Rollins sehr, sehr badass aus in der ganzen Zeit, und ich finde, man setzt in weiten Teilen seinen Faceturn sehr clever um, ohne ihn groß zu verändern. Das heißt, er ist einfach sauer, dass er gescrewt wurde von der Authority. Er verhält sich aber teilweise immer noch wie ein Heel, aber zeigt einfach immer mehr coole Aktionen und immer mehr Rückgrat, und dadurch turnt er langsam face, und das klappt bei ihm eben auch sehr gut, weil er ja schon total over war bei den Fans. Er war ja im Prinzip schon ein Face, der zwanghaft noch in die Heel-Rolle gesteckt wurde. Und dadurch konnte man ihn eben sehr, sehr gut jetzt hier so langsam face-turnen. Was man dann leider später in der Show gleich schon wieder so ein bisschen ad absurdum geführt hat. Aber gut. Braun Strowman gegen Sin Cara kam dann. Das zweite Mal. Sin Cara durfte diesmal minimale Gegenwehr zeigen. Und wurde dann besiegt. Ja, es sind immer noch Squash-Matches, es sind nur keine offiziellen Jobber mehr. Also keine Local Competitors. Finde ich genauso langweilig wie vorher auch. Und ich muss da immer schmunzeln, weil es gab vor einer Weile ein Interview mit Triple H, wo er betont hat, wozu Jobber-Matches da sind. Sie sind da, damit sich ein Superstar zeigen kann und den Leuten vermitteln, was er für ein Charakter ist. Und was er im Ring kann. Triple H sagte dabei auch, das darf man nicht zu lange machen, sonst wird es langweilig. Es darf nur so lange gehen, wie der Charakter etwas Neues im Ring zu zeigen hat, um sich zu präsentieren. Und die WWE scheißt auf diese Regel von vorne bis hinten. Braun Strowman hat jetzt seit dem Roster-Split nur Jobber-Matches, ausschließlich ohne Promo, ohne dass er großartig neue Moves zeigt. Ich meine, diese Woche hat er gezeigt, dass er schnell ist. Okay. Ja, ich verstehe es nicht. Das heißt, Triple H weiß, wie Jobber-Matches funktionieren, aber ignoriert wird es trotzdem geflissentlich, weil man offenbar keine bessere Idee hat. Naja, dann wurden in kleinen Videopackages noch Cedric Alexander, Brian Kendrick, Rich Swann und Gran Metalik vorgestellt, also die vier, die dann später um den Number One Contender Spot auf den Cruiserweight-Title kämpfen sollten. Eigentlich waren 6 Cruiserweights angekündigt für die erste Raw, aber man dachte sich dann offenbar, 4 sind auch schön.
Dann gab es noch einen Rückblick aufs Cruiserweight Classic Finale, das ja TJ Perkins für sich gewonnen hat. Und der jetzt also Cruiserweight Champion ist. Da ging es dann später nochmal weiter. Dann kam es tatsächlich zu einer sehr, sehr guten Promo, nämlich zwischen Seth Rollins und Stephanie McMahon. Erstmal ganz kurz zu dem Negativen an der Promo. Man wiederholt sich einfach. Jede Woche kommt Rollins jetzt zu Steph und sagt, ja komm, jetzt sag mal die Wahrheit, du weißt doch, was Sache ist. Und sie sagt immer wieder, nein, ich weiß es nicht, doof gelaufen. Hier ist jetzt mein großes Problem mit der Sache. Stephanie McMahon ist die Ehefrau von Triple H, die bis zu WrestleMania das absolute Power-Couple in der Company waren. Triple H mischt sich aus irgendeinem Grund seitdem nicht mehr ins Business ein, bis jetzt vor kurzem. Also die zwei sind eng verbunden und sind halt Mann und Frau. Und Stephanie McMahon hat nach 3 Wochen immer noch nicht mit ihrem Mann geredet, angeblich, und weiß deswegen nicht, was Sache ist. Wenn die Story so sein soll, dass sie es wirklich nicht weiß, ist es dumm, dass sie 3 Wochen lang nicht mit ihrem Mann mal darüber gesprochen hat oder keine Antwort bekommen hat. Und wenn es halt ist, dass sie in Wahrheit doch auf seiner Seite steht und das Ganze nur Show ist, dann ist es genauso dumm, dass sie das als Ausrede nimmt und noch dümmer, dass das niemand anspricht. Gut. Ab da wurde die Promo dann aber, das Segment aber sehr, sehr gut, denn dann packt sie nämlich langsam ihre Heel-Schiene wieder aus, nämlich sie sagt dann, ich habe aber durchaus eine Vermutung, warum er das gemacht hat. Du, seit du zurückgekehrt bist, bist du nur noch am Verlieren. Du hast den Titel an SmackDown verloren, du hast gegen Finn Balor verloren und wahrscheinlich ist Triple H es einfach leid, dass sein Schüler ihn enttäuscht und immer wieder bad for business ist und er wird wohl einfach in Ungnade gefallen sein, was ja auch eine logische Erklärung ist. Seth Rollins hat dann genauso stark geantwortet, nämlich sehr verbissen. Er hat nämlich gesagt, wenn ich den Titel dann habe am Sonntag, dann werde ich euer schlimmster Albtraum sein, weil ich mich nicht von euch kontrollieren lasse, nicht mehr, und weil ich alle eure Tricks kenne. Wir haben fast ein Jahr haben wir hier ganz stark zusammengearbeitet. Ich kenne alle eure Tricks und ich weiß alles, was ihr tut, bevor ihr es tut. Stephanie McMahon antwortet dann wirklich mittlerweile mit offener Feindschaft mit Do I think Kevin Owens is the right man to lead Raw against SmackDown? Yes. Do I think Kevin Owens has replaced Seth Rollins as the man? Yes. Das war sehr, sehr stark. Mir fehlt nur noch Yes-Chance aus dem Publikum. Und dann kam ein Satz, den ich sehr, sehr interessant fand. Seth Rollins sagte dann, bevor er ging, noch You used to be such a shrewd businesswoman, but lately you started to crack. I think it started with the return of your brother, Shane. Was ich mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen kann, Rollins wird bei Clash of Champions nochmal gescrewt. Und man baut ja gerade dieses auf, dass Shane eben angeblich eine sehr faire Regentschaft bei SmackDown hat. Dass man jetzt Rollins immer mehr wegtreibt von der Authority, immer mehr face-turnt und dass er dann irgendwann zu SmackDown geht, um dort sein Glück zu versuchen und dann bei WrestleMania im SmackDown vs. Raw Match gegen Triple H antritt. Es würde total Sinn machen, er hat sich entfernt von Stephanie McMahon und Triple H, wurde von denen gescrewt, er möchte es ihnen heimzahlen und wie das besser machen, als für SmackDown den Sieg über Raw bei WrestleMania zu holen und quasi SmackDown zur Superior Show zu machen. Wäre eine logische Entscheidung, aber genauso gut kann man die Feder auch aufbauen, wenn er bei Raw bleibt. Es wäre aber auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, denn wenn man jetzt Rollins gegen Triple H bei WrestleMania antreten lässt, wovon ich mal ausgehe, müsste man das unglaublich lange noch ziehen. Und hier hätte man eine gute Möglichkeit, dass er erstmal eine Weile weg ist von Triple H und dann zur WrestleMania-Season diese Fehde wieder aufbrennt. Und wie gesagt, mich hat nur dieser eine Satz daran denken lassen, aber es wäre durchaus eine ziemlich coole Lösung. Ja. Wie gesagt, das Segment war von beiden sehr, sehr stark.
Ja, Bo Dallas kämpfte gegen einen Mann namens Gary Graham und ja, er gewinnt natürlich gegen den Jobber. Loben muss ich das Publikum, was einmal Let's Go Jobber Chance angestimmt hat und Delete Chance vor dem Finisher. Wer es nicht weiß, was das mit dem Delete auf sich hat, guckt euch einfach mal das aktuelle Geschehen bei TNA rund um Jeff und Matt Hardy an, die total die trashigen Horrorgestalten geworden sind und jeden Gegner ja deleten wollen. Sehr empfehlen kann ich das Video Jeff Hardy is now broken. Das fasst sehr gut zusammen, was da gerade los ist. Jedenfalls sehr lustig, diese Delete Chance zu hören. Was mich sehr, sehr stört an dem Segment ist, man macht mit Bo genau dasselbe wie vorher, nur halt in düsterer. Ich mag den Weg, den man mit ihm geht, an sich sehr gerne, dieses, dass er jetzt sehr viel entschlossener, sehr viel düsterer ist und nur noch an sich selber glaubt. Aber jede Woche tritt er auf, reimt und es läuft jedes Mal auf dieselbe Catchphrase ohne Story hinaus. Er reimt und am Ende kommt dann immer Only I believe in Bo, dann squasht er den Jobber und Ende. Und so baut man verdammt nochmal keine Story auf. Bo Dallas hat bei NXT wunderbar funktioniert, war da sogar Champion mit seinem Gimmick, mit dem Bo Leaf. Das kann man nämlich sehr, sehr geil umsetzen, weil er facettenreich war. Er war eine Parodie auf John Cena im Prinzip. Dann kommt er in die Hauptshows und alles, was er macht, ist jede Woche eine Promo und am Ende Bo Leaf. Yay! Er hatte noch nicht eine Story solo, seit er da ist. Und jetzt macht man exakt dasselbe, nur mit der neuen Catchphrase. Und denkt aus irgendeinem Grund, dass es funktionieren würde. Und ich verstehe nicht, warum die WWE das immer und immer und immer wieder tut. Obwohl es immer und immer und immer wieder nicht funktioniert. Es will mir nicht in den Kopf rein. Ja, dann haben wir noch erfahren, ein Backstage-Segment, ein Backstage-Segment wäre auch sehr gut, dass Sasha und Bayley nun beide Number One Contender sind für den Titel und es bei bei Clash of Champions ein Triple Threat um den Titel geben wird, da ja Sasha und Bayley quasi einen Double Pin hatten. Also ihre beiden Schultern auf der Matte waren letzte Woche. Ja, Charlotte versucht eben Mick zu sagen, dass beide nicht Contender sind wegen dem Double Pin. Und dann sagt Dana, ja, sie sollten darum kämpfen. Und Mick sagt, hey, gute Idee, Dana. Sie kämpfen nicht darum und sind einfach beide Number One Contender. Ja, das. Und hier kommen wir mal zu dem Championship-Gedöns. Was ich mich seit ein paar Wochen bei den Shows frage, ist, was ist eigentlich aus der Rematch-Klausel geworden? Früher war es immer so, wenn ein Superstar den Titel verliert, hat er seine Rematch-Clause und hat noch ein Rückmatch um den Titel. Das wird im Moment bei allen Fäden einfach ignoriert. Der Ex-Champ muss fast immer darum kämpfen, sein Rematch zu kriegen. Oder es wird einfach jemand in das Match dazu gebuckt noch. Hier auch, es ist überhaupt, dass Sascha überhaupt darum kämpfen musste, ihr Rematch zu bekommen, ist halt unglaublich dämlich. Sie war die Championess, sie hat ihren Gürtel verloren, also, wenn sie wieder da ist, hat sie ein Rematch um den Titel. Punkt! Da muss sie nicht drum kämpfen. Und das wird im Moment überall ignoriert und ich frage mich ein bisschen, was ist denn daraus geworden? Also WWE schreibt einfach die Regeln um, wie es ihnen gefällt. Was jahrzehntelang so war, ist plötzlich einfach, ach ja, wir brauchen ein Match, wir haben keine Story-Idee, ach ja, muss ich drum kämpfen. Und das ist im Moment bei vielen Fäden so, auch bei AJ Styles, Ambrose. Gut, da gab es jetzt diese Woche die Entwicklung, dass Ambrose sein Einzelmatch jetzt doch bekommt. Plötzlich. Aber auch da wurde wieder gesagt, Shane McMahon hat ihm das versprochen, nicht, er hat seine Rematch-Clause. Und da wird auch einfach John Cena dazu gebucht für den Pay-Per-View, weil er es will. Das ist halt wirklich die Begründung. John Cena kommt raus und sagt, ich will jetzt den Titel wieder haben, deswegen bin ich im Titelmatch.
Ja, und so ist es im Moment bei vielen Fäden, dass man wirklich das Gefühl hat, es ist halt wahnsinnig unlogisch, dass die Ex-Champs kämpfen müssen um ihre Titelchance. Die haben sie eigentlich. Da müssen sie nicht drum kämpfen. Naja, so. Es gab dann ein Match zwischen Sasha und Bayley gegen Charlotte und Dana. Auch das haben wir schon gesehen. Ja, und einmal mehr kämpfen einfach storylos alle Beteiligten gegeneinander, weil man nicht weiß, was man in der Go-Home-Show vorm Pay-Per-View mit den Contendern für den Titel machen soll. Und was ist überhaupt mit Dana und Charlotte? Dana fuckt aus Charlottes Sicht Woche für Woche ab und kostet sie aus Charlottes Sicht Matches, baut Scheiße, redet, wenn sie nicht reden sollte, hat sich letzte Woche gegen sie gestellt, um selber ein Titelmatch zu bekommen. Und jetzt kämpfen sie halt einfach wieder zusammen. Es ist halt einfach okay jetzt. Es war auch letzte Woche schon so. Ich meine, Dana hat Charlotte eine Ohrfeige verpasst und hat sich selber in das Titelmatch gebracht. Und am Ende der Show wollte sie sich entschuldigen. Charlotte sagt, Dana, halt einfach Maul, hol meine Taschen. Welcher Mensch mit Verstand aus Charlottes Sicht jetzt stellt denn noch jemand ein, von dem er Woche für Woche für Woche denkt, dass er seine Leistung nicht erfüllt und der ihn vor allem verraten hat, um sich selber den Titel zu holen? Und jetzt kämpfen sie einfach wieder zusammen, als wäre nichts gewesen. Zumal Dana in dieser Show selber noch dafür gesorgt hat, dass es ein Triple Threat wird, aus Charlottes Sicht. Also, man muss, wenn man einen Face-Turn für Dana machen will, muss man ihn halt auch irgendwann mal durchziehen. Ich glaube, die haben diesen Split, die haben sie jetzt schon drei oder viermal angeteasert. Oder beziehungsweise sie haben ihn sogar schon durchgezogen im Prinzip. Und am Ende der Show waren sie wieder zusammen. So, kommen wir zu guten Dingen. Die List of Jericho. Ja, Chris Jericho ist einfach Gold wert. Das war seine Liste, hat eine Liste aufgestellt mit all den dummen Entscheidungen, die Mick Foley getroffen hat. Ich habe halt, wie gesagt, so ein bisschen Hoffnung, dass man, weil man darauf eingeht, dass Mick Foley im Moment sehr dumme Entscheidungen trifft. Allerdings ist das gerade in beiden Shows so, dass die Entscheidungen der GMs nicht nachvollziehbar sind. Und man geht nicht immer darauf ein. Ich glaube, es ist einfach keine Storyline. Es ist einfach dumm, was gebuckt wird. Und manchmal versucht man es so zu erklären. Ich habe jedenfalls eine Liste aufgestellt mit all den dummen Entscheidungen, die Mick Foley getroffen hat. Was sehr unterhaltsam war, dann kamen nach und nach The New Day, The Club, die Shining Stars und Enzo und Cass raus. Und Sami Zayn dann später noch. Ja, und alle haben ein bisschen Promo-Zeit, war relativ belanglos. Was mich freut, ist, dass The Club nun offenbar endgültig weg von ihrem Comedy-Gimmick sind, auch wenn die Umsetzung hier auch wieder schrecklich ist. Wochenlang haben sie ein Comedy-Gimmick, dann sagt New Day einmal, ey, dieses Segment mit Old Day war schrecklich, sorry, dass die 5 Minuten 37 von eurer Lebenszeit verschwendet haben, was die Wahrheit ist. Entertainment ist our business. Club kommt raus und sind plötzlich wieder die Zerstörer. Weil Entertainment ist ja jetzt New Days Ding. Aber gut, The Club scheint wieder auf dem richtigen Weg zu sein. Ich hoffe, dass sie es diesmal auch bleiben. Ja, die liefern sich dann alle Wortgefechte und ich sag mal so, es war halt einfach königlich, wie Y2J immer weiter Sachen aufschreibt. Und wirklich immer, wenn jemand was sagt, guckt er so hoch. Dieser Mann schauspielert das so gut und es war so unterhaltsam, ihm einfach nur zuzugucken. Denn er geht dann aus dem Ring und sagt, ey, ich guck mir das nicht länger an. Es war eigentlich eine List über Mick Foley, aber now it's my list of stupid idiots. Und ich hatte im Kopf so, wo er recht hat, hat er recht. Denn im Prinzip standen da lauter Leute im Ring, die sich aufs Dümmste mit blöden Catchphrases und inhaltslosen Promos angeblökt haben. Ja, Sami Zayn greift dann an, Y2J wird zurück in den Ring gerollt und es gibt ein 10-Mann-Tag-Team-Match, aus dem Xavier Woods rausgehalten hat, also nur am Ring war. Und ja, es war ein mega dominanter Sieg der Faces. Stört jetzt nicht, weil diese 10-Mann-Tag-Team-Matches haben halt wirklich keinerlei Relevanz für irgendwas. Ja. Es gab dann noch ein kleines Eddie Guerrero-Tribute, wegen des Hispanic Heritage Months und ja.
Es war schon ein ganz besonderer Wrestler und es ist immer wieder schön, nochmal daran erinnert zu werden, was der für einen fantastischen Run hatte damals. Ja, war ein schönes Tribute für Eddie Guerrero. Danach hat dann Cesaro das 3 zu 3 geholt in der Best of Seven Series. Und er sieht halt wieder etwas weniger aus wie eine Baustelle. Als sie seine Rückenverletzung hatten und er dann auch überall auf dem Rückentape hatte, dachte ich mir, okay, er sieht halt wirklich aus wie eine Baustelle, die mit lauter Absperrband abgesperrt ist. Er hat den Neutralizer gebotcht, aber gewinnt trotzdem. Und auch hier sei nochmal gesagt, das Ding ist ja für einen Title Shot. Cesaro sagte vor einigen Wochen einen WWE-Title-Shot. Den WWE-Gürtel gibt es aber nicht mehr. Also de facto ist, es wurde noch nie gesagt, es wurde immer gesagt, diese Best of Seven Series ist für einen Title-Shot. Wir wissen aber nicht, ob den Main-Title oder sonst was. Obwohl er ein sehr, sehr guter Gegner für Owens wäre. So oder so. Nochmal. Hier wieder das Booking. Sheamus und Cesaro müssen sich für Wochen eine harte Matchserie leisten, also liefern, um einen Title Shot zu kriegen, während andere ihn halt einfach geschenkt bekommen. Bestes Beispiel immer noch Roman Reigns mit dem US-Title vor ein paar Wochen. Er crasht Rusevs Hochzeit, beleidigt Bräutigam und Braut und als Belohnung kriegt er ein US-Title-Match. Ja, macht Sinn. Ja, und auch bei Seth Rollins muss man es leider sagen. Er verliert, 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 wird aber gescrewt. Okay, du kriegst direkt dein Title-Match, Roman Reigns muss drum kämpfen. Also es ist im Moment einfach keinerlei Kontinuität da drin, wie Title-Matches vergeben werden. Und das ist halt ganz, ganz schrecklich, weil man als Zuschauer überhaupt keine Vorstellung davon hat, was denn Siege und Niederlagen wert sind. Was muss ein Superstar tun, um in Title Shot Regionen zu bekommen? Ein Cesaro oder Sheamus müssen wochenlang kämpfen und sich beweisen. Ein Seth Rollins muss immer wieder verlieren und kriegt es geschenkt. Ein Roman Reigns kriegt ein US-Title Match geschenkt. Beim World Title Match kriegt er es aber nicht. Da muss er drum kämpfen. Und bekommt auch keine zweite Chance, wenn er gescoot wurde. Obwohl er genauso über den Tisch gezogen wurde wie Rollins. Ihr seht vielleicht, was ich meine. Es ist im Moment ohne Sinn und Verstand einfach drauf losgebuckt, was die Titelmatches angeht. Ja. So, es kam zum Number One Contender Match der Cruiserweights. Erstmal fand ich es ein bisschen bezeichnet. Mick Foley musste die Cruiserweights ablesen. What? Er hatte einen Zettel dabei und musste ablesen, wer da rauskommt. Und das ist halt wirklich so, was gibt denn das für ein Signal als Publikum so? Okay, der GM von Raw weiß nicht mal, wen sie da eingestellt haben und wer jetzt kämpft. Ja, dann gab es das Number One Contender Match zwischen Gran Metalik, Rich Swann, Cedric Alexander und The Brian Kendrick, was The Brian Kendrick für sich entschieden hat. Ich muss als kleinen Disclaimer sagen, ich habe vom Cruiserweight Championship nur ausgewählte Matches gesehen, also jetzt nicht alles. Von daher, wenn ich in den nächsten Wochen ab und zu mal total geflasht bin, was die zeigen, wundert euch nicht, ich habe einfach das Cruiserweight Championship nicht viel gesehen. Das war hier allerdings überhaupt nicht so. Zum einen gab es null Stimmung in dem Match und man sieht ganz deutlich den Unterschied, wenn jemand debütiert, der bei NXT aufgebaut wurde oder halt so gut ist wie AJ Styles und so bekannt. Und wenn jemand in Anführungszeichen nur ein paar Matches beim Cruiserweight Championship hatte, aber ohne Stories und so weiter, und dann kommt's. Es war halt null Stimmung da, weil das Publikum zu keinem dieser Charaktere eine Verbindung hatte. Und das Match war okay, mehr aber auch nicht, muss ich sagen. Also es war alles in Ordnung. Und ich finde es faszinierend, dass alles, was ich vom Cruiserweight Championship gesehen habe, war tausendmal besser. Und das ist ein ähnliches Phänomen wie bei den Frauen. Es sind dieselben Akteure wie beim Cruiserweight Championship, beziehungsweise bei den Frauen wie bei NXT. Und trotzdem sind die Matches ungleich schlechter. Es ist ganz, ganz komisch. Bei NXT liefern die Frauen in regelmäßigen Abständen die geilsten Matches des Abends ab. Dann kommen sie zu Raw und diese Leistung kann einfach nicht wiederholt werden. Warum weiß ich nicht. Warum dann plötzlich die Matches schlechter werden. Ja, und hier genauso. Cruiserweight Championship, da waren teilweise krasse Matches bei.
Ich sage nur Tommaso Ciampa gegen Johnny Gargano. Und jetzt kommen diese großartigen Worker hier hin und zeigen natürlich ein paar geile Spots, aber ansonsten war das Match sehr... Naja, The Brian Kendrick gewinnt das Ganze dann. Ja. Und ist jetzt Number One Contender. Und ich muss sagen, etwas, was ich ganz, ganz krass fehlentscheidungsmäßig finde, ist, dass der Cruiserweight Champion TJ Perkins nicht bei Raw auftritt, sondern nur in Raw Fallout. Das heißt, er war sogar anwesend, aber er ist nicht in der Show auftreten. Der neue Cruiserweight Champion tritt bei der Einführung der Cruiserweight Division nicht bei Raw auf. Was wäre so schwer daran gewesen, wenn Mick Foley ihn als erstes rauskommen lässt, als Champion vorstellen lässt? Dann wissen die Leute schon mal, aha, das ist der Champion. Kurze Promo, er setzt sich ans Kommentatorenpult, guckt sich das Match an, am Ende kurze Konfrontation mit Brian Kendrick. Das Interview aus Raw Fallout hätte man auch locker in die Show packen können. Und Ende. Und schon hätte die Cruiserweight Division einen besseren Start gehabt, als dass der Cruiserweight Champion einfach nicht auftritt. Der Gürtel, um den gekämpft wird, war nicht zu sehen in der Show. Was halt diesen Number One Contender, okay, ja, Number One Contender für einen Gürtel, der offenbar nicht wichtig genug ist, um in der Show zu sein. Naja, Main Event. Roman Reigns gegen Owens, Kevin Owens im Steel Cage Match. Ja, erstmal eine Sache zu den Kommentatoren. Das ist mir auch aufgefallen und ich habe es dann bei WTF Mormons von What Culture nochmal auch gehört. Die Kommentatoren, es war ein Steel Cage Match, das gewinnt man via Pinfall, Submission oder indem man aus dem Käfig entkommt. Und die Kommentatoren haben die ganze Zeit Kevin Owens als Feigling bezeichnet, dafür, dass er versucht, aus dem Käfig zu entkommen. Das ist, wie man dieses Match gewinnt. Eine der Möglichkeiten. Und der neue Champion wird konstant als Feigling, der Prizefighter wird die ganze Zeit als Feigling bezeichnet, weil er versucht, das Match auf legitime Art und Weise zu gewinnen. Dann gewinnt Roman Reigns dieses Match auch noch völlig unnötigerweise. Es ist wirklich so, was nutzt Reigns dieser Sieg gegen Owens jetzt? Es war nicht für irgendeinen Main-Event-Title, es war nicht für den Number One Contender-Spot, es war einfach nur, hey, der neue Champion wird gleich mal besiegt. Klappt zwar, weil Reigns halt schneller aus dem vom Käfig runterkommt als Owens durch die Tür, aber Reigns gewinnt halt einfach. Und danach prügelt Rusev, greift ihn dann an, und danach prügelt er auch noch Rusev durch die Arena. Und die WWE wundert sich noch, dass die Leute das langweilig finden, wenn immer dasselbe passiert. Erst als Owens dann eingreift und Rusev hilft, können sie ihn zu zweit überwältigen. Das ist halt einfach, er kämpft dagegen zwei der stärkst dargestellten Heels der Company und er wird halt einfach dargestellt wie der Übermensch. Und das ist halt, Und dann hier denke ich auch, es hätte wieder so eine einfache Möglichkeit gegeben, indem man es umgedreht hätte. Owens versucht, über den Käfig zu kommen, Reigns versucht, rauszukommen, und man gestaltet den Eingriff von Rusev einfach so, dass er ihm die Tür ins Gesicht donnert, Reigns wieder in den Ring fällt, Owens klettert raus, Sieg für Owens, Rusev mit viel, viel größerer Heal-Aktion als nach dem Match einzugreifen, danach hätte Reigns dominiert werden können und es hätte vielleicht sogar mal Heat generiert. Aber gut, die WWE muss wissen, wie sie Reigns immer weiter und immer weiter in den Abgrund buckt. Denn es ist tatsächlich so, er hat sich in den letzten Wochen stark verbessert, sowohl im Ring als auch am Mikrofon. Aber die WWE piekst das die Fans immer wieder, sodass dieser Hass auf Reigns niemals aufhören wird, solange man an der Darstellung nicht mal irgendwas ändert. Und ja. Und dann, was ich wirklich nicht fassen konnte, Rollins kommt dann wirklich zum Save für Roman Reigns raus. Diese beiden haben sich bis vor einem Monat aufs Übelste beleidigt. Rollins hat immer wieder erzählt, dass er Reigns jedes Mal besiegt, dass er der viel, viel Bessere ist, dass er The Shield zerstört hat. Und jetzt kommt er zum Save für Roman Reigns raus.
Das ist einfach, das ist jetzt wieder das, was ich meine. Sie bauen ihn langsam, ganz, ganz langsam, immer mehr zum Face auf und dann so, BAMS! Jetzt kommt er zum Safe, weil Reigns ist Face, unserer Meinung nach, obwohl die Zuschauer das anders sehen. Jetzt kommt er zum Safe raus und ist der Face. So, BAMS! Von jetzt auf gleich, zack, Rollins Face. Und es ist viel zu früh. Roman Reigns und Seth Rollins sind nowhere near einer Versöhnung. Und ja, man kann jetzt sagen, gut, er macht das, um Owens zu attackieren, aber er kommt halt in dem Moment raus, wo Reigns gerade in Not ist. Es war ein Safe. Gerettet hat das Ganze ein bisschen, dass sein Auftritt ziemlich badass war. Wie Owens wirklich so sagt, ja, komm doch zur Tür rein, so, nur rein zu uns. Er klettert hoch, prügelt Owens runter, prügelt Rusev runter und dann der Splash vom Käfig oben. Das war ziemlich badass, hat auch viel Pops gezogen, ändert aber nichts daran, dass das Booking unterirdisch ist. Und ich glaube, das wird die längste WrestleMania, die ich jemals gemacht habe. Ja, könnte sehr gut sein. Das war Raw. Kommen wir zu SmackDown. Es ging los mit den Frauen, mit der Vertragsunterzeichnung der Frauen. Ja, das war ziemlich gut. Alexa Bliss war gewohnt stark am Mic und ist eine super Schauspielerin, war richtig schön bitchy. Aber man muss auch sagen, auch Becky Lynch hat sich deutlich verbessert, zumindest am Mikrofon. Eine tolle Schauspielerin ist sie immer noch nicht. Auch eine gute Storygrundlage. Alexa sagt halt, ich bin geboren, um Championess zu werden. Ich bin von Natur aus höher gestellt als du. Und du bist einfach nicht geboren, Championess zu werden, Becky. Und Becky dann wirklich so als diese Fighting Championess, die sagt, nö, ich wurde nicht geboren, um Championess zu werden. Aber ich will da, wollte das immer. Und ich kämpfe, habe gekämpft und gekämpft und gekämpft, um diesen Titel zu gewinnen. I was not born to be a champion. But I fought to be a champion. Ja, kann man machen. Alexa dann mit dem Cheap Shot wirft Becky noch einen Tisch auf die Beine. Becky springt schnell wieder auf, prügelt Alexa aus der Arena und da schreibt dann wütend den Vertrag und man hat eine gute Grundlage für die Fehde geschaffen. Ja. So. Dann gab es das Number One Contender Match für die Tag Team Titel zwischen den Usos und den zurückgekehrten American Alpha. Erstmal muss ich sagen, richtig schönes Heel-Work von den Usos. Sie gefallen mir als Heels wirklich unglaublich gut, wie sie immer wieder auf das Bein von Chad Gable gegangen sind, der noch nicht ganz wieder in Ordnung ist. Immer wieder um den Ring geschlichen sind, Attacken von hinten ausgeführt haben, sich immer wieder gegenseitig unterstützt haben. Es war richtig geiles Heel-Work. Sie gefallen mir als Heels wirklich gut. Und die Usos sind so erfrischend wie seit Jahren nicht mehr. Und es war eben auch sehr, sehr schönes Storytelling, dass eben Chad Gable noch nicht wieder fit ist, aber jetzt war eben das Number One Contender Match, warum auch immer das jetzt schon war, wenn man noch Wochen Zeit hat, aber gut. Ja, und sie gehen halt immer wieder aufs Bein. Chad Gable macht immer wieder den Save für Jason Jordan. Und dann irgendwann sieht man aber, er kann kaum noch stehen. Und Jason Jordan macht die Entscheidung, er will das Match alleine durchziehen, weil Chad Gable verletzt ist, um ihn zu schonen. Und letzten Endes wird dann Chad Gable nochmal ins Bein gehauen und runtergerissen. Es gibt den Doppel-Superkick gegen Jason Jordan und die Usos sind die Number One Contender. Richtig schönes Storytelling im Match. Aber die ganze Story macht halt von vorne bis hinten keinen Sinn. Fassen wir nochmal zusammen, was passiert ist. Vor Backlash gab es das Number One Contender Tag Tournament. American Alpha haben die Usos im Halbfinale vor Backlash um den Number One Contender Spot besiegt. Die Usos rasten daraufhin aus und verletzen Chad Gable. Als Belohnung dafür bekommen sie die Chance, doch noch ins Finale einzuziehen. Und man fragt sich, wo ist dieser faire GM Daniel Bryan? Wo ist dieser faire Commissioner Shane McMahon? Dass er den Usos als Belohnung fürs Verletzen von Geg absichtliche Verletzen von Gegner eine Titelchance gibt. Anstatt zu sagen, auch wenn das, ja, ne? Es hat von der Konstellation Usos gegen Rhino und Slater durchaus Sinn gemacht. Von der Story her war es sehr, sehr unlogisch. So.
Im Finale verlieren sie gegen Slater und Rhino. Sie haben also ihre Titelchance gehabt und haben verloren. American Alpha kommen zurück, die in diesem Turnier bereits ins Finale um den Contender-Spot eingezogen sind. Die Usos haben ihre Titelchance jetzt schon vergeben. Und American Alpha, die einzigen, die sich auf normalem Wege qualifiziert haben, dafür kommen zurück und müssen wieder um ihren Platz kämpfen gegen die Usos und verlieren das dann wieder. Da sind wir wieder beim Thema Championship-Plätze vergeben. Dass das einfach keinen Sinn macht, wie die um einen verteilt werden. Heels werden dafür belohnt, Gegner zu verletzen, Leute, die sich fair qualifiziert haben für ein Titelmatch oder den Number One Contender Spot, aber weil das ja schon geklärt war, würde ich jetzt American Alpha als nächste Contender sehen. Müssen darum kämpfen. Es wird jetzt halt wirklich zugunsten der Fehden, weil man eben nicht so viele Faces und Heels hat, wird zugunsten der Fehden einfach die Championship-Logik völlig umgebogen. Und was ich auch noch schlimm finde, ich glaube, die Usos werden bei No Mercy gewinnen. Und ich finde, das ist wahnsinnig verschwendetes Potenzial, denn Slater und Rhino sind unglaublich unterhaltsam. Und ich persönlich würde sie eine Weile Champions sein lassen. Ich bin mir aber sehr sicher, dass die Usos bei No Mercy gewinnen lassen, weil man dann die Championship-Fehde Usos gegen American Alpha haben möchte. Und ich frage mich, warum nicht Slater und Rhino jetzt erstmal gegen irgendwelche anderen Teams kämpfen lassen um die Titel, dadurch diesen Teams Showtime geben und die Fehde Usos gegen American Alpha um den Number One Contender Spot machen. Richtig schöne 2-3 Monaten Fehde, wo die sich immer wieder gegenseitig die Chance kosten und alles drum und dran. Und am Ende gibt's dann ein richtig gutes Number One Contender Match bei irgendeinem Pay-Per-View. Und dann waren Rhino und Slater 2-3 Monate Champion und können dann ihre Gürtel verlieren. Oder 3-4 Monate. Und können dann ihre Gürtel verlieren gegen die Usos oder American Alpha. Damit wäre einbeholfen. Slater und Rhino könnten weiter unterhaltsam werden. Das ist gut fürs Publikum. Denn ich denke, sobald dieses Team zerbricht, wird Rhino Heel-Turn und Slater wird wieder in der Versenkung verschwinden. Bin ich mir ziemlich sicher. So, Slater und Rhino könnten weiter overkommen und dieses Publikum unterhalten. Es würden andere Teams Showtime bekommen gegen die Champions und die Fehde Usos gegen American Alpha würde von ihrer Intensität und allem nichts verlieren, wenn sie um den Number One Contender Spot ist. Man hätte zwei sinnvolle Tag Team Fehden in der Show und könnte dann die ganze Tag Team Division sinnvoll aufbauen. Stattdessen bleibt man bei, nein, wir können immer nur eine Fehde auf einmal machen. Ja, Usos werden Champions werden und dann ist auch wieder die Frage, wird American Alpha hier jetzt wieder der ewige Jäger, der die Titel nicht bekommt? Oder verlieren die Usos den Titel nach 2 Monaten wieder? Also, ich finde es wirklich absolut im Moment nicht sinnvoll gebuckt. Kurt Hawkins ist nun seit 2 Wochen mit aufgenommen Face-Effects-Vignetten da und es ist halt mega dumm, weil vor 3 Wochen angekündigt wurde, Kurt Hawkins debütiert nächste Woche. Und sein Debüt waren jetzt 2 weitere Vignetten in 2 Shows. Das ist kein Debüt. Das ist einfach eine Weiterentwicklung von den vorherigen Faktenvideos. Aber das ist kein Debüt. Aber vor 3 Wochen haben sie gesagt, er debütiert nächste Woche. Und es ist halt auch, er wird halt dieser übliche Catchphrase-Typ sein, wie ich mit Bo Dallas vorhin gesagt habe. Er wird halt jede Woche rauskommen, irgendwelche Fakten aufzählen, sein Match bestreiten und fertig. Entweder tut er das erfolgreich oder als Jobber. Und es wird bei ihm genau wie bei Bo Dallas und allen anderen, wo man das versucht hat, wird es halt nicht funktionieren. Und ja, die größte Hoffnung, die man haben kann, ist, dass Tyson Kidd in Wahrheit langsam wieder fit wird und wieder wrestlen kann und dann man die Fehde, dass er sich dann aufregt, weil er ja immer Fact hatte als Gimmick, dass dann die Fehde Tyson Kidd, dass es Tyson Kidds Return-Fehde wird, weil er der Einzige ist, der Facts raushauen darf. Das wäre das Beste, was man daraus noch machen kann, ansonsten ist es kompletter Bullshit. Apollo Crews und Baron Corbin hatten wieder mal ein Match, wo sie random gegeneinander gekämpft haben. Ja, ich glaube, die beiden haben eine Fehde. Ich weiß es aber nicht. Sie kämpfen in letzter Zeit auf jeden Fall öfter gegeneinander.
Und wenn sie eine Fehde haben, ist die Fehde, dass sie random gegeneinander kämpfen und Cruz jedes Mal verliert. Ja. Ja, Baron Corbin gewinnt weiter und wird so gesehen aufgebaut, aber so baut man niemanden auf, indem Corbin schweigt, seinen Gegner vernichtet und weiter schweigt. Das ist kein Aufbau, zumal das Publikum zu Apollo Crews noch keine Verbindung hat. Das heißt, es macht die Zuschauer auch nicht sauer, dass Corbin Crews besiegt. Naja, Corbin geht dann zu Swagger, der jetzt ja bei SmackDown ist. Mal sehen, ob da eine richtige Fehde draus wird. By the way, ich finde, SmackDown soll ja nicht mehr die B-Show sein, ne? Aber, wie gesagt, SmackDown geht 2 Stunden, Raw geht 3 Stunden. Raw kriegt die meisten Titel, Raw kriegt exklusiv die Cruiserweight Division. Raw wird in allen Belangen her wie das Aushängeschild der WWE, wie die A-Show, Flaggschiff-Show immer noch dargestellt. Das spiegelt sich nicht unbedingt in der Showqualität wider, aber von dem, wie es dargestellt wird, ja. Und ich finde dadurch, dass Jack Swagger bei Raw, dass der Vertrag von Swagger bei Raw ausläuft, Raw nicht verlängern will und er jetzt bei SmackDown ist, es wirkt halt immer mehr, als wäre SmackDown wirklich die Raw-Reste-Rampe. Und ich finde, man stellt SmackDown wirklich als die absolute B-Show dar. Und das war nicht Sinn der Sache. Der Sinn der Sache war, dass SmackDown eben nicht mehr als dies dasteht. Und natürlich hat sich die Qualität von SmackDown unglaublich verbessert. Aber rein von dem, wie die WWE es darstellt, kommt es überhaupt nicht rüber, dass das 2 Shows auf Augenhöhe sein sollen. Naja. Nun. Ziggler bekommt ein weiteres IC-Title-Match. Man muss sagen, ich finde es wegen der Sache mit The Miz und Daniel Bryan halbwegs plausibel, dass Daniel Bryan jetzt eben Ziggler Chance nach Chance nach Chance gibt, um The Miz eins auszuwischen. Von daher finde ich es schon plausibel. Es gab ja auch ein Backstage-Segment, wo The Miz sich über das Match aufregt. Es wurde also auch thematisiert, dass Ziggler das eigentlich nicht verdient hat. Und Daniel Bryan sagt, hey, du hast deinen neuen Vertrag bekommen. Wenn du Probleme damit hast, dann können wir den Vertrag auch gerne wieder auflösen. Ja, also das hat schon Sinn gemacht, dass Ziggler hier noch eine Chance bekommt. Und ich denke auch, er wird auch noch eine bekommen. Aber auch hier muss man wieder sagen, Ziggler bekommt eine WWE World Title Chance und verliert. Dann bekommt er noch eine Chance, um den Titel zu kämpfen und verliert. Die Begründung hier war übrigens, dass er this close kam. He came this close to beat Dean Ambrose, was halt einfach nicht gestimmt hat. Dean Ambrose hat ihn klar und deutlich relativ dominant besiegt mit einem Dirty Deeds. Nun ja, Begründung war schon Bullshit, er verliert wieder. Als Belohnung dafür, dass er niemanden besiegt hat und am WWE-Titel gescheitert ist, bekommt er nun ein IC-Title-Match und verliert. Und als Belohnung bekommt er noch eins. Championship-Booking-Logik. There you go. Aber ich muss sagen, was man mit The Miz im Moment macht, ist schlichtweg großartig. Er zieht massig Heat, er gewinnt jedes Match mit irgendwelchen unfairen Methoden, ohne dabei super schwach auszusehen, weil er mit den Gegnern immer mithalten kann. Und ich finde, The Miz ist neben AJ Styles im Moment das Unterhaltsamste, was SmackDown zu bieten hat. Und ja, ich finde ihn schlichtweg großartig. Und wenn man mit ihm so weitermacht, könnte ich mir einen The Miz tatsächlich in näherer Zukunft nochmal im Main-Event-Titelgeschehen vorstellen. Aber jetzt soll er ruhig erstmal eine Weile IC-Title-Champ bleiben, denn er gibt dem Ganzen unglaublich viel Prestige. Ja. So. Wir haben es fast geschafft. Randy Orton besiegte Eric Rowan. Eric Rowan kommt mit neuer Maske raus, sieht jetzt tatsächlich aus wie ein Clown. Passt zu ihm. Und ich muss sagen, ich hasse es. Ich hasse es, dass Rowan jetzt wieder bei Wyatt ist. Auch hier nochmal die Geschichte. Es gab den Draft. Die Wyatts werden gesplittet. Sie hatten sogar ein Abschlussmatch der Wyatt Family, weil sie gesplittet wurden. Dann tritt Wyatt nach dem Draft 2 Wochen ohne seine Family auf. Plötzlich hat er Eric Rowan wieder an seiner Seite. Also so plötzlich dann noch, ach ja, wir wissen nicht, was wir mit ihm machen wollen. Hier, Eric Rowan. Eric Rowan verliert dann dauernd für Wyatt. Und dann gab es diese Szene, wo er eben wieder mal verloren hat. Wyatt nimmt die Schafsmaske, legt sie auf den Stuhl und geht. Also sehr eindeutig, okay,
Er hat endlich die Schnauze voll von Rowan. Split. Wieder einige Wochen tritt Wyatt nicht auf mit Rowan. Es war also wirklich der Split. Und einige Wochen später, Wyatt verliert bei Backlash. Und eine Woche später ist dann Rowan wieder an seiner Seite. Und es ist wirklich so, als wenn die WWE sagen würde, wie lassen wir Wyatt ohne Hilfe nicht ständig verlieren? Und was machen wir eigentlich mit Rowan? Ach, pack die wieder zusammen. Kann Kanonenfutter sein. Der Rowan kann Kanonenfutter für Wyatt sein, da muss der sich nicht immer hinlegen. Man könnte Wyatt auch einfach mal stark als Singles-Wrestler darstellen. Dann bräuchte er auch kein Kanonenfutter. Jetzt hat er Rowan wieder an der Seite und man macht... Wyatt ist, seit er debütiert hat, in so einem Kreislauf aus same old shit. Split von den Wyatts, wieder mit den, von der Family, wieder mit der Family zusammen. Split von der Family, wieder mit der Family zusammen. Split von der Family, wieder mit der Family zusammen. Dann, und mit seinem Darsteller, er ist eine Weile bedrohlich, dann verliert er andauernd. Eine Weile bedrohlich, dann verliert er andauernd. Eine Weile bedrohlich, dann verliert er andauernd. Ich verstehe dieses Booking nicht. Und jetzt ist halt wieder so. Und was mich auch aufregt, Wyatt erzählt weiterhin, dass er ein Gott sei. Und das, obwohl er jedes einzelne verdammte Pay-Per-View-Match verliert. Und ja, mir ist klar, er soll ein religiöser Irrer sein, aber das lässt ihn einfach nur lächerlich wirken. Wenn er immer so eine Klappe hat, das ist noch schlimmer als bei Ambrose, so eine Klappe und dann verliert er gegen Kane. Naja. Randy Orton und dann am Ende immer dieses Run. Randy Orton hat keinen Grund zu rennen. Randy Orton dominiert alles, was die Wilds ihm entgegenwerfen. Naja, gut. Es gab ein Women's Tag Team Match zwischen Nikki und Naomi und Carmella gegen Netty. Auch hier ist die Frauendivision braucht in beiden Rostern mehr Verstärkung. Es kann nicht die Möglichkeit sein, dass man alle Frauen des Rosters jeden Tag, also jedes Mal in irgendwelchen anderen Konstellationen in Tag Team Matches aufeinander hetzt. Naja, Carmella reißt Nikki aus dem Sharpshooter von Netty, es gibt die Q, Natalia ist böse, wird von Naomi umgetreten und Naomi safe dann Nikki. Meine Befürchtung ist, dass das Ganze nicht in Einzelfäden, man könnte ja wirklich sagen, okay, Naomi gegen Natalia, Carmella gegen Nikki, Alexa Bliss gegen Becky. Meine Befürchtung ist aber, nach diesen, weil man es immer wieder mit so Tag-Team-Matches macht, dass es nicht Carmella vs. Nikki und Naomi gegen Natalia wird, sondern dass es wieder so eine Vierer-Fehde wird. Das heißt, dass wieder so eine völlig belanglose jeder gegen jeden, wir bauen irgendwie Story ein, Fehde wird. Und danach sieht es im Moment leider aus. Ja, dann kam es zum Main-Event. Dean Ambrose besiegt John Cena clean. Ich muss, weil ich jetzt die letzten Woche keine Show gemacht habe, ich muss sagen, ich fand Dean Ambrose als Champ leider furchtbar langweilig. Und es ist wie verhext. Er war den Titel los und in der Show danach war er sofort wieder der alte Badass-Psycho-Ambrose, den ich so mag. Es ging zumindest in die Richtung. Und der Sieg bei Cena hat mich auf jeden Fall überrascht. Und vielleicht baut man mit Cena jetzt ja wirklich diese, vielleicht hast du es einfach nicht mehr, Story ja mal wirklich auf. Das macht man schon seit Jahren, dass die Leute sagen, ja, John Cena, du bist zu alt, du hast es, you have it einfach nicht mehr. Aber und dann besiegt er den Gegner und fertig. Vielleicht baut man die Story jetzt ja wirklich mal auf, dass John Cena selbst Zweifel bekommt und was man auch immer dann daraus macht. AJ greift dann John Cena und Dean Ambrose an. Daniel Bryan erwähnt dann, dass Shane McMahon Ambrose für nächste Woche einen One-on-One-Rematch um den Titel versprochen hat. Und dann verpasst Ambrose Styles die Dirty Deeds und wird gefeiert. Was ich mir jetzt frage, und dann, also, was wird aus dem Triple Threat? Weil bis letzte Woche hieß es, es gibt ein Triple Threat, Ambrose, Cena, Styles. Besteht das weiterhin? Also ist das unabhängig von dem Match? Oder, wenn Ambrose das Match jetzt verliert, wovon ich mal ausgehe, ist er dann raus aus dem Geschehen. Das wird wieder nicht klar kommuniziert. Und ja, ich kann mich nur wiederholen, die Championship-Matches sind im Moment schrecklich gebuckt. Und ich muss wirklich sagen, ihr hört's, ich will diese Woche keiner Show den Punkt geben eigentlich. Wir fangen jetzt den Punkte-Counter neu an. Bei Raw war positiv Seth Rollins Stephanie.
Aber das war's. Und die List of Jericho war unterhaltsam. Wurde dann aber auch zu Bullshit. Bei SmackDown hatten wir... Na gut, wir hatten bei SmackDown wirklich das schöne Match Usos gegen American Alpha. Das Ziggler gegen The Miz Match war toll. Und das Alexa Bliss gegen Becky Contract Signing war auch in Ordnung. Und ja, okay, also doch, SmackDown hatte mehr positive Punkte. Ich gebe SmackDown den Punkt für diese Woche. Ja, sagt mir immer gerne, wem ihr den Punkt gegeben hättet. Wer war diese Woche stärker, eurer Meinung nach? Und dann sehen wir uns in der nächsten WrestleMania, die, wenn ich das gerade richtig sehe, dann ja schon sein müsste, wie ich Clash of Champions booken würde, wenn ich es denn mache. Denn irgendwie ist mir dieser Event relativ egal. Naja, mal sehen. Entweder damit oder mit meiner Clash of Champions Review. Ja. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Anton. Ciao.